Nicht mit der Anwendung der Schusswaffe, auch dann nicht, wenn die Grenzdurchbrüche mit Frauen und Kindern erfolgen. Das ist er, der berühmte Schießbefehl an der DDR-Grenze. Und heute wird er wieder heiß diskutiert. Am Jahrestag des Mauerbaus. Plötzlich wird wieder gefragt, wie kann man denn die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen für die 133 Toten an der Grenze? Die Schreiers fragen sich das schon lange. Die Familie lebt heute in Förde am Niederrhein. 1988 sind sie aus der DDR geflohen und haben ihr Leben riskiert. Durch diesen Kanal flüchtete die Familie Schreier am 1. Juni 1988 aus der DDR. Daran erinnert Roland Schreier jeden Tag seine Stasi-Akte. Er war schon ein Jahr zuvor von einem Westbesuch nicht zurückgekehrt und beschloss, auch seine Familie nachzuholen. Auf dem Papier zeichnen Vater und Sohn noch einmal ihren abenteuerlichen Fluchtweg nach, mitten durch den mit Selbstschussanlagen gesicherten Grenzstreifen, den sie noch heute genau beschreiben können. Vater Gerhard gelangte so zusammen mit Schwägerin und Enkelin in den sicheren Westen. Ein glückliches Ende, das nicht jedem widerfuhr, erinnern sich Vater und Sohn am heutigen Tag des Mauerbaus. Gerade an solchen Tagen hört man ja immer wieder von Mauernopfern, von Schießbefehl und wie eben andere ihr Leben lassen mussten. Ja? Und sehr viele sind auch verstümmelt und verkrüppelt worden. Darüber berichtet eigentlich kaum jemand. Vater Gerhard war vor dem Mauerbau selbst Grenzsoldat, später Volkspolizist, aber immer in Grenznähe. Von einem konkreten Schießbefehl hat er nie erfahren. Klar war aber, dass Grenzübertritte um jeden Preis verhindert werden mussten. Dafür, so meint die Familie, müssten die Verantwortlichen auch heute noch bestraft werden. Wenn die dann zurückblicken, dass im Prinzip ja milde oder gar keine Strafen für die Verantwortlichen ausgesprochen wird, das ist sicherlich sehr schmerzlich. Ne? Und sowas, wenn man in der Geschichte zurückblickt, haben wir in Deutschland schon eigentlich zweimal erlebt. Ja, wenn ich die NS-Diktatur nehme, die wurde ja auch nicht sauber richtig aufgearbeitet aus meiner Sicht. Und jetzt machen wir hier im Prinzip wieder den gleichen Fehler. Auch Eva Maria Neumann aus Aachen wollte vor 30 Jahren zusammen mit Mann und Kind aus der DDR flüchten. Der lange geplante und mehrmals verschobene Fluchtversuch wurde entdeckt. Grenzbeamte spürten sie im Kofferraum eines Fahrzeugs auf, verhafteten die Familie und trennten sie. Es folgten lange 19 Monate Gefängnis. Wenn wir zum Beispiel versucht hätten, irgendwo über die grüne Grenze, haben wir gesagt, also da in Thüringen oder da, wo überall auch Grenze war, wenn wir da versucht hätten, diese Grenzsperren zu überwinden, dann wäre geschossen worden. Später wurde Eva Maria Neumann vom Westen freigekauft. Doch immer noch kann die Musiklehrerin nicht verstehen, warum die Menschen, die ihr das angetan haben, frei herumlaufen. Ich bin nicht glücklich darüber, dass diese Leute heute, auch diese Stasi-Leute, auftreten und uns als Opfer verhöhnen. Täter und Mitläufer sind immer noch unter uns. Darauf verweist auch die CDU. Ich erinnere daran, dass in der PDS, die sogenannte Die Linke, die Hardcore-Leute vielfach noch sind, jener Generation, die dieses Unrechtsregime zu verantworten hat. Die Linkspartei, der viele ehemalige SED-Mitglieder angehören, verspricht zumindest eine ernsthafte Aufarbeitung der Vergangenheit. Mord verjährt nicht, das heißt, Strafverfolgung geht weiter. Es muss allerdings konkrete Verantwortlichkeit dann auch nachgewiesen werden. Das ist der eine Punkt. Das andere ist die Aufarbeitung der schlimmen Seiten der DDR-Geschichte, der müssen wir uns als Linke stellen und der stellen wir uns auch. Eva Maria Neumann hat ein Buch über ihre Flucht geschrieben. Roland Schreier will seine Erlebnisse verfilmen lassen. Denn aufgearbeitet ist die DDR-Vergangenheit aus ihrer Sicht noch lange nicht. Wie wird man Azubi, Auszubildender? Gar nicht so.